Liebe YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, ich begrüße Sie hier recht herzlich zu meinem Video. So, ich hoffe, du schaust heute zu und ich versuche dir heute, dich ernst zu nehmen. Genau du, wo jetzt zuschaust. Und ich glaube mal, du hast heute ein Problem erlebt. Oder du hast gestern oder heute oder was auf dich zukommt. Oder du hast irgendwas erlebt, wo du dir jetzt nicht klarkommst, und ich möchte dir heute etwas sagen. Du bist wertgeschätzt. Wertschätzung, ja? Du, wo zuschaust, du bist wertgeschätzt. Du bist einfach wertgeschätzt in dem, was du machst und wer du bist. Bist du gerade jetzt, wo du zuschaust, ich hoffe, du schaust jetzt dieses Video an, du suchst nach Lösungen für dein Problem, weil dir keiner zuhört, dann bist du hier richtig auf diesem Kanal heute bei mir, weil ich will dich heute etwas sagen. Es gibt immer wieder Menschen, ich weiß, du schaust zu, und vielleicht hat dir einer Unrecht getan, und diesen Menschen kennst du mal nicht, und du hinterfragst dich vielleicht, wieso hat er das jetzt gesagt, oder wieso hat er das jetzt gemacht, aus welchem Grund, obwohl es keinen Grund gibt. Ich glaube, dir ist das jetzt gerade passiert. Und ich will dir dabei helfen oder jetzt mal die Augen öffnen. Du selber kannst nichts dafür. Du, wo du jetzt zuschaust, du kannst nichts selber dafür. Du kannst absolut nichts dafür. Menschen, ein Mensch, der dich jetzt so angegangen ist, gerade eben, der ist vielleicht selber in eine Situation gekommen, mit der man nicht klarkommt. Und dann hat es vielleicht an dich, an dir herausgelassen. Und dafür hast du hinhalten müssen und büßen müssen, weil er vielleicht selber nicht mit der Situation klargekommen ist, weil er selber was erlebt hat. Weißt du, das ist wie eine Kettenreaktion. Wenn du das erlebt hast, dann rede mit jemand darüber. Und jetzt komme ich ins Spiel, warum ich dir das sage. Das ist ganz einfach. Wenn Menschen das machen, die tun sich ja dabei ja selber auch nichts Gutes. Und wenn sie einen nur negativ beurteilen oder wenn sie nur einen angreifen, ohne Grund, in dem Moment, der Mensch, wo das macht, merkt gar nicht selber, wie es ihm scheiße dabei geht oder ihm nicht gut geht dabei, und macht aber trotzdem dann immer weiter, weil er meint, das befriedigt ihn. Aber in Wirklichkeit löst es ihm seelische Schmerzen aus. Deswegen macht er mal weiter in der Hoffnung, dass es doch vielleicht besser wird. Aber merkt aber nicht selber, für sich selber, dass er sich selber Schaden auch dazu fügt. Hinterher tut das ihm so weh, dass er dann den Nächsten wieder angreift. Und das ist wie ein Teufelskreislauf bei ihm. Du selber kannst nichts dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn du so ein Mensch bist, der angegriffen worden ist. Aber dann musst du darüber stehen. Dann geh zu Menschen, zu Freunden oder so und lass dir helfen. Aber verurteile diesen Menschen nicht, der das gemacht hat. Oder geh selber nicht hin und greif dann einen anderen dafür an, nur weil der dich ungerecht behandelt hat. Tu das ja nicht, okay? Du bist nämlich wertvoll. Ich weiß, dass du wertvoll bist. Du bist ein guter Mensch, du hast alles erreicht in deinem Leben. Und lass dir aber auch nicht von irgendwas Negatives von jemandem einreden. Das hast du nicht geschafft und da musst du noch mehr machen oder sonstiges. Du bist viel mehr wert, wie du glaubst. Vielleicht hast du gerade jetzt eben etwas erreicht, wo Menschen damit nicht klarkommen, weil sie neidisch sind auf dich. Kann ja auch sein, oder? Die jetzt neidisch auf dich sind, weil du was erreicht hast. Aber mal ganz ehrlich,
Der Mensch, der das gesagt hat, der hat vielleicht auch seine Qualitäten, weißt du, das hat er sie für sich selber nicht erkannt. Und du vielleicht gar nicht kannst, aber er kann. Aber dieser Mensch leidet darunter selber, weil er das auch machen will, wie du es machen besser kannst. Das nennt sich Neid, neidisch. Aber weißt du, du bist wertvoll und lass dich nicht von negativen Dingen beeinflussen oder etwas sagen oder dich irgendwie hinstellen und such nicht nach Antworten. Was habe ich getan? Warum habe ich jetzt da Schuld? Wieso sagt er mir das jetzt? Ich kenne diesen Menschen. Beschäftige nicht mit diesen Dingen. Du bist einzigartig mit dem, was du machst. Lass ihn reden. Lass ihn seinen Standpunkt so sagen, wie er sich. Und beschäftige dich nicht damit, mit dem, was er gesagt hat. Der Mensch wird vielleicht selber nicht klar damit. Und merkt nicht, dass er selber gute Qualitäten hat eigentlich. Er ist bis in eine Situation vorher vielleicht gekommen und lass das an dir vielleicht raus. Dabei kannst du was. Schau mal, dir geht's doch auch nicht immer gut oder nicht besser, weißt du, wie ich meine? Und wie oft, sei mal ehrlich, wie oft hast du Sachen gemacht, wo auch nicht in Ordnung waren, vielleicht. Aber du bist ein guter, ein wertvoller Mensch. Es gibt Menschen, die entschuldigen sich ja auch wieder. Oder es gibt Menschen, die versuchen dann klarer zu denken. Vielleicht bist du so ein Mensch, der sich das vielleicht auch hinterfragt. Weißt du, all das, was du tust und machst, deine Gaben, wo du besitzt, wenn einer sagt, ich will das auch können und warum kann ich das nicht? Und dann zieht er dich aber runter, weil er neidisch ist. Lass ihn reden. Okay? Es gibt so einen Fall, weißt du, bei mir war das Gleiche. Nur weil ich Gitarre spiele oder nur weil ich singe oder YouTube-Videos mache, wenn einer sagt, weißt du, manchmal geht es auch nicht so, wenn einer kommt zu mir und sagt, ey, das will ich auch können, Gitarre spielen, ich will auch so Erfolg haben wie der Wurzeltommy, aber ich kann das nicht, jetzt bin ich neidisch auf ihn. Und da macht er mich schlecht mit meinen Videos und sagt, was ist denn das für ein Spinnvogel, was macht er da für Videos und überhaupt. Der ist bloß neidisch dann, weil er nicht Gitarre spielen kann vielleicht. Oder vielleicht aus dem Grund, weil er die Leute nicht zum Lachen bringen kann und verurteilt mich dann aber auch, weil das ist der nackte Neid. Verstehst du, was ich meine? Und mir lasst das eiskalt. Kritik muss man ertragen, weißt du? Ich meine, du bist es aber wert. Du kannst vielleicht was, was ich nicht kann. Und weißt du, du kannst was, was ich nicht kann. Und ich finde es toll, was du machst und was, wie du das kannst. Okay? Ich kann was von dir noch lernen und du kannst was von mir noch lernen. Wir sollten uns eigentlich beibringen oder zeigen, dass wir von gegeneinander von uns was lernen können, gegeneinander. Wir lernen im Leben nie aus, egal wie alt wir sind. Egal wie alt wir sind, lernen wir nie aus. Wir müssen voneinander profitieren, dass wir was lernen können. Ich kann was von dir lernen und du kannst was von mir lernen. Beispiel, oder? Und mach dich nicht so rar und runter, nur weil einer das sagt. Die verletzen sich bloß selber, weißt du? Okay? Mag dir das? Ich hoffe, da habe ich einen Menschen vielleicht da draußen, der gerade in seiner Situation vielleicht steckt. Dann wollte ich dir das bloß mal sagen. Okay? Mein Kopf auf, das wird schon wieder. Wenn du den Anfang machst und du kennst jemanden, der kann was, der macht es toll, dann lob ihn, okay? Dann lob ihn was mit dem, was er gut macht. Dann frag ihn, bringst du mir das bei? Okay? Dann kannst du ihn ja fragen, bring mir das mal bei, okay? Aber geh nicht her und sag dann selber, du musst neidisch sein, tu das ja nicht, okay? Weil du bist nämlich wertvoll.
nicht so wertvoll. Du kannst immer noch was dazulernen. Dann geh hin und sag immer, kann ich was von dir, kannst du mir das zeigen? Kannst du mir das zeigen? Und ich bringe dir als Gegenzug meine Sache bei. Hilf ihnen, das zu verstehen, weil du bist nämlich wertvoll. In meinen Augen. Okay? Und jetzt Kopf hoch. Ciao.